KT08. Ja, da oben muss ich auch mal gucken, in den BKTs, ob ich da auch Wiss. Filament finde. Aber Neko, das mach's gut. Werde ich mal raus. Ja, Neko, Alter. Neko, war cool. Besten Tschüss. Dank auf jeden. Gute Tour. So. Und grüßchen. Bye bye. Macht's gut. So, Knalli. Big. Ihr rennt runter, Knalli. Ne? Ne, ich renne hier lang. Ich will nicht durch die Mine durch. Weil ich würde hier unten an den Fluss lang laufen. Falls ihr mich noch ein Stück. Ja, okay. Das bringt uns da nicht so viel rüber, oder? Ich zieh unten runter zum Fluss. Ich wünsche dir noch einen schönen Wandertag noch. Einen schönen Wandertag. Den wünsche ich dir auch. Oder euch. Ihr zieht noch durch bis zum Trader, oder was? Ja, ja, und dann doch schon alles. Ist ja nicht mehr so weit. Wie viele Kilometer? 2,8. Dann sitzt bei mir noch locker 3-4 Kilometer. 4 bestimmt. Achso, du spielst ja auch eine Marke. Ja. Jetzt den Bus genommen. Doch. Ich mach unterwegs noch ein schönes Feuerchen. Zu Hause angekommen. Sehr geil. Nach unserem Jumbo-Ausflug. Oh yeah, war das ein Ritt. Na gut, Leute, ich werde das hier erstmal alles ganz entspannt wegsortieren und dann sehen wir uns danach wieder. So, was machen wir heute schön nett? Ich habe mir gedacht, wir bauen die Base noch ein Stückchen aus. Und machen uns draußen noch ein bisschen gemütlich, weil wir haben so viel Zeug, muss alles mal ein bisschen verbaut werden. So, Wandtür, Fenster. Flache Dach. Flache Dach. So. Dann haben wir noch zwei Säulen und zweimal niedrige Wand. Da wollen wir hier vorne einen kleinen Kasten bauen. Und ein bisschen was zum Hinsetzen, falls wir mal Gäste haben. Okay. Legen wir los. Den Automaten, den setzen wir noch mal um, oder? Mal gucken. Okay. Snappt an der falschen Stelle.
Okay, wir bauen ohne Snap. Gucken, ob wir hier einen rechten Winkel hinkriegen. Wir können uns am Haus orientieren. Das sieht gut aus. Sieht doch für ohne Snap ganz gut aus. Die Frage ist, klappt das hier? Ich glaube, da brauchen wir Snap. Ja, du bist kein Fußboden, du bist Dach. Du musst da oben hin. Oder geht das erst, wenn ich das gebaut habe? Finden's raus. So, wir tragen jetzt erstmal in jede Wand 4 Stämme rein. Das braucht das leider. Und dann können wir die mit ein paar Brettern zusammennageln. So, Stämme haben wir genug drinne. Sollte reichen, denke ich. Ich glaube, 10 Bretter brauchen wir eine Wand.
Jawohl. Na, das sieht doch gut aus. Das nicht, okay. Könnte eigentlich einen Hirsch jagen, ne? Das klingt recht da. Klingt, als wenn der aus Bordrichtung. Nee, nee. Gehst du nicht nach oben ran? Rechte Maustaste muss man drücken. Verstehe, damit zeigelt man durch. Nicht rechte Maustaste, Pfeil rechts, Mann. Jawohl. Da kann ich eigentlich noch einen hinmachen. Flaches Dach. Oh, ich muss Feuerchen machen. Röstelt's. Was man nicht im Kopf hat, das hat man in den Beinen. Bisschen Überstand, das ist egal. Das ist egal.
Ja, dann heißt das wohl mal wieder Stämmerandkahn. Aber wir können die anderen Bausachen mitnehmen. Okay. Ach, wir wärmen uns erstmal auf, oder? Doch, doch. Können Sie ja mal einen Kaffee ziehen? Und ein schönes Hacksteak naschen? Käffchen macht doch gleich die Müdigkeit wieder weg. Wir möchten leben. Das Ding ist leer. Also erstmal wieder schön vier Stämme rankarren. 3x4, 12. Ja. Oh, Zombie. Oh, Wix. Haust du. Okay, jetzt sollten alle Stämme drin sein. Da 10 rein. Hier 10 rein. Perfecto. Ein bisschen Licht wäre jetzt gut hier draußen vielleicht. Ah, fuck, falsch rum. Wäre auch wieder zu schön, um wahr zu sein, wenn das beim ersten Mal klappt.
fahrt wieder nicht gerade. Das quält mein Auge. Schon wieder kalt. So. Nur aber. Ja, so ein Ding auch noch für draußen. Müssten wir eigentlich bauen können. Jawohl. Ja, rühr du. Ist die jetzt eingesteckt oder nicht? Eingesteckt. Bam, Licht. Da kommt draußen auch noch eine hin. Aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal wieder einen Draht finden. Rohr haben wir genug. Ja, Draht. Reichen.